Gut, ich bin wieder da. Ich habe eine längere Pause gemacht. Das hat mich alles viel zu sehr mitgenommen. Erst der Würfel und dann das. Das war einfach zu viel. Die Figur dann auch noch. Nee, nee. Hallo? Warum starren wir uns den Uhrturm an? Oh, er ist doch ganz schön. Habe ich gar nicht bemerkt. Da renne ich gleich gegen die Mülleimer. Was war das? Jetzt bin ich paranoid wegen allem Blauen. Dass das was sein könnte. Mensch, oder Sport oder ne? No? Oh, da. Da ist er. Hallo. Oi. Ja. Hey, du da! Wer ich? Das stimmt. Was hältst du vom Kanalbezirk, der derzeit ist? Nun. Was? Ich kann es genauso. Wir haben ja auch noch gar nichts gesagt. Dir fehlten gerade die Worte, oder? Das sagt alles über den aktuellen Zustand der Stadt. Was meinst du? Seitdem die Isolation vor 3 Jahren begonnen hat, wurde der Kanaibezirk immer abgeschiedener. So kann es nicht weitergehen. Aha. Wir dürfen uns nicht selbst einsperren. Wir müssen wieder in die Außenwelt dringen. Dringen. Ansonsten hat der Kanaibezirk keine Zukunft. Er sagt ziemlich radikale Dinge. Ich frage mich, ob die Friedenswächter bereits auf ihn aufmerksam geworden sind. Die Amaterasu Corporation kontrolliert den Kanaibezirk und unterdrückt uns. Erst wenn wir frei von den Fesseln der Isolation sind, kann der Kanaibezirk wirklich gedeihen. Findest du nicht auch, Kamerad? Kamerad? Wer? Ich? Natürlich. Los, wir müssen aufdecken, wie desillusioniert die Bewohner des Kanaibezirks wirklich sind. Mit einer Umfrage. Okay. Ja, okay, ich glaube nicht, dass ich mich einschmeiße. Ah, oh, nee, warum nicht? Ich muss nur die örtlichen Be Bürger befragen, richtig? Und nicht so schnell, wir müssen die Methodik genau festlegen. Mensch weiß nie, wer uns beobachten könnte. Ja, stimmt. Warum machen wir das Ganze dann überhaupt? Hör gut zu, eine zustimmende Antwort ist Sonnenschein. Eine verneinende Antwort ist Regen. Okay, ich meine Sonnenschein. Wir dürfen es auch nicht Umfrage nennen. Ändern wir es zu das Wetter im Kanaibezirk morgen. Okay, Sonnenschein. Ausgezeichnet, ich zähle auf dich. Was? Okay. Ich meine Sonnenschein. Eine Umfrage. Am besten wäre es, eine Meinung von allen Arten von Menschen zu bekommen. Da musst du nur in die verschiedenen Gegenden gehen und mit den Menschen dort reden, nicht wahr? Ja, beginnen wir erstmal mit, indem wir 3 Leute befragen. Noka. Ich meine Sonnenschein, erneut. Alles klar, schauen wir mal, ob wir hier noch was bekommen können, weil hier steht jemand. Ah, hast du was zu sagen? Nein, nicht wirklich. Warum bist du denn zu mir gekommen? Willst du sterben? Es tut mir leid. Beängstigend. Sieht so aus, als wäre ich die Einzige für dich, Meister. Jo. Aber wir können da gleich rüber. Dankeschön. Da steht auch jemand zum Quatschen. Hey. Seitdem die Absperrung vor dem Zebrastreifen errichtet wurde, hat es halb so viele Unfälle gegeben. Ich hoffe, dass wir eines Tages null Unfälle erreichen können. Pünktlich am Mann, okay? Das wäre schön. Ah, das wäre wirklich schön. Ich schaue gerade, ob ich irgendwie Leute sehe zum Quatschen da überall. Wegen Punkten. Hallo. Entschuldigen Sie, würden Sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen? Ich? Schätze, ich habe Zeit. Was willst du denn wissen? Sind Sie von der Unterwürfigkeit des Kanaibezirks gegenüber der Amaterasu Corporation enttäuscht? Du bist von Sinn. Was würdest du tun, wenn die Friedenswächter dich gerade gehört hätten? Du kannst dir gerne Ärger einheimsen, aber lass mich da bloß raus. Tut mir leid, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings bin ich nicht wirklich glücklich darüber. Es nervt, dass Mensch sich immer beobachtet fühlt. Ich wünschte, jemand könnte was dagegen tun. Machst du mit dieser Umfrage weiter? Dann pass gut auf dich auf, okay? In Ordnung, danke. Oh, netter Mensch. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand so ist. Ja, es ist voll geil hier. Nee. Ein süßes Mädchen hat vor kurzem angefangen, im Café zu arbeiten. Überwältigter Mann. Süß, immer lächelnd und ein wenig albern. Sie ist der Typ, den ich einfach nur drücken und beschützen möchte. Ha! Sind alle Männer so? Naja. Du. Ich glaube nicht alle Männer, aber biologisch gesehen? Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, finden Bauarbeiten statt. Wann sind sie endlich fertig? Nanko.
scheint so, dass sobald die Arbeiten beendet haben, der Regen alles wieder durcheinander bringt. Wäre es in diesem Fall nicht leichter, einfach bei Null anzufangen? Aber biologisch gesehen sind ja Männer eher die Beschützer, ne? Weil, keine Ahnung, das hat sich über Jahrtausende oder sowas festgelegt im Hirn, schätze ich mal. Epikabiologe, ich konnte es nicht sagen, ja. Die Art und Weise, ne? Man dachte, boah, fühlt sich organisch an. Also nicht organisch. Gut. Hast du was zu sagen? Heute regnet es auch. Ja, tatsächlich. Ich meine, hat es jemals nicht geregnet hier? Wann hört es je auf? Ich fange wirklich an, ihn zu hassen. Den Regen. Nachts ist das schön. Ui. Da. Ich habe gehört, dass es am Flussufer eine Explosion gegeben hat, aber die Friedenswächter haben sich darum gekümmert. Hallo. Kannst du mir mehr über die Explosion erzählen? Ich glaube, es gab mehrere Explosionen, aber der Tunnel, der nach Kawasaki führt, scheint in Ordnung zu sein. Wirklich? Ja. Glaubst du, die Explosionen waren kleiner, als wir dachten? So, so. Der Weg ist nicht mehr versperrt, also warum nicht mal vorbeischauen, wenn es dich interessiert? Ja, genau. Das bedeutet, dass jeder in der Detektei sicher sein sollte. Wieso? Das habe ich nicht verstanden. Jeder sollte sicher sein. Hier, was haben wir denn da? Oh. Mein Hund hat gefurzt. Ich habe das Gefühl, dass die Fleischbrötchen in Ginma saftiger und köstlicher sind als die in Kawasaki. Nicht wahr? Sie haben auch genau die richtige Menge an Fett. Sie schmecken also je nach Distrikt unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung. Warum versuchst du es beim nächsten Mal nicht? Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir das Ganze ein bisschen... Ich kann nicht sagen, wieso, aber ich habe ein mieses Gefühl bei diesen Fleischbrötchen. Vielleicht ist es auch nur meine paranoide Art, aber... Überall hängen Schönwetterpüppchen. Ich schätze, sie wollen unbedingt erklären, wie wir es ein ganz neuer Fall. Okay. Hat ihr doch was Neues gesagt? Ich hoffe, ihr habt es lesen können. Manchmal bin ich mir halt nicht sicher, ob das, was sie erzählen, schon gesagt wurde oder nicht. So. Beim Kanai Tower... Warum sie eigentlich es Kanai Tower übersetzt haben und nicht Kanai Turm, frage ich mich. Das würde mich nicht interessieren. Übersetzen ist ja immer spannend, weil sie ja auch zum Beispiel die Avengers, selbst in der deutschen Synchro sagen sie Avengers und nicht die Rächer, wobei es ja einen Film gibt, der lange vor dem Live-Action rauskam, wo es um die Kinder geht. Die erzählt das Gleiche, glaube ich. Wir sehen von ihr kommen. Oh. Ja. Der lange vor den Live-Action-Avengers rausgekommen ist, wo die Kinder von den Avengers die Welt retten müssen. Ich fand den damals ganz gut, also wie er wirklich ist. Und da übersetzen sie es halt wirklich auf Deutsch mit die Rächer und die Wespe und sowas. Und du bist so, okay, alles klar. Entschuldigung, würden Sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen? Eine Umfrage? Das macht mir nichts aus, aber worum geht es? Sind Sie von der Unterwürfigkeit des Kanai-Bezirks gegenüber der Amaterasu Corporation enttäuscht? Ich habe kein einziges Wort von dem gehört, was du gerade gesagt hast. Dann werde ich es nochmal sagen. Sei still, sonst hören dich die Friedenswächter noch. Natürlich bin ich nicht froh, wie es aktuell ist, aber das ist nichts, was ein Mensch so offen sagen kann. Um ehrlich zu sein, hätte ich kein großes Problem damit, wenn die Friedenswächter nicht so korrupt wären. So. Aber wie es aussieht, kontrollieren sie im Wesentlichen Amaterasu. Ich frage mich, ob wir etwas dagegen tun können. Übrigens, wenn du das Amaterasu berichtest, werde ich dir nie verzeihen. Ich werde dich auf ewig heimsuchen. Hä? Das würde ich niemals tun. Kann sie ja nicht wissen, wie man... Kann ich nochmal mit dir reden? Ma. Nur unter uns, jemand sollte wirklich etwas gegen die Friedenswächter unternehmen. Ja, die Leute sind alle unglücklich. Wieder auf die Dinge. Aha, wir müssen da zur Kirche, wo wir eh noch nicht hin können. Also machen wir jetzt auf zum Kanai-Bezirk, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Jetzt erstmal der Ginma-Distrikt und dann... Was ich noch sagen wollte, ist ja, es ist ja wirklich interessant, die Übersetzungen auf Deutsch. Es werden ja viele Sachen nicht auf Deutsch übersetzt,
selbst wenn es halt, das Spiel wird auf Deutsch übersetzt, aber dann sind trotzdem Wörter auf Englisch drin. Also du hast zum Beispiel das Masterschwert in The Legend of Zelda, fällt mir da immer ein. Und warum heißt es nicht Meisterschwert? Sie hätten ja auch es als Meisterschwert übersetzen können, aber stattdessen sagen sie so, nein, es ist das Masterschwert. Wieso? Dafür gibt es sicher irgendeinen... Oh! Ah, schau mal, die merkwürdige Gestalt, die uns damals angerannt hat. Also wegen dem Masterschwert, so ist... Da gibt es sicher irgendeinen sprachkünstlerischen Grund dahinter. Übersetzer können das bestimmt erklären. Weil auch in Manga und sowas werden ja... Sensei wird nicht übersetzt als Lehrer, weil es halt einfach nicht funktioniert so wirklich. Sondern... Was ist das denn hier? Sondern es ist einfach das Wort... das Wort Sensei. Was geht bei ihm? Er schaut dazu. Hat er Spaß? Yeah! Woo! Woo! Yee! Woo! Moja moja. Ja, ja. Ja, aber erst muss ich mir die Sachen hier anschauen. Dieser Bildschirm ist super bunt. Ich frage mich, welche Sendung das ist. Meister, du weißt nicht, was das ist. Wirklich? Ganz wirklich? Nein, du etwa? Ich kann nicht glauben, dass du keine Testfarbbalken kennst. Erschreckend. Das muss ein Generationending sein. Testfarbbalken. Die habe ich auch nicht mehr erlebt, aber ich kenne halt dieses Bild. Das ist ja ganz bekannt. Das wird oft hier und da benutzt. Aber heutzutage offenbar gibt es das nicht mehr. Hier ist, ach, das ist ein Plakat. Es ist ein Plakat mit der Aufschrift Anti-Arma. Das haben wir schon. Nostalgie der Tage anfängt. Ich möchte lieber nicht in solche Konflikte geraten. Hat doch was anderes gesagt. Haha! Hallo. Ich habe genug von all dem Fraß in diesem Verkaufsautomaten. Aber neue Produkte werden in dieser Stadt nie verkauft. Er scheint ziemlich niedergeschlagen zu sein. Ich denke, ich sollte ihn in Ruhe lassen. Aber eben, sagen wollte so, Übersetzer oder Leute, die sich damit auskennen, können das sicher... erklären, weil ich finde das ganz spannend. Was zum Teufel ist das denn? Haben die das repariert, aber mit Glasplatten? Ganz komisch. Warum manche Wörter eben einfach auf Englisch bleiben oder auf Japanisch und das einfach integriert wird in die Sprache. Weil jeder, die meisten Leute wissen, weil auf Ininiago ist ja auch so, dass sie nicht gesagt haben, ja, Lehrer Wu, sondern sie haben es übersetzt gelassen, einfach Sensei Wu. Wenn du die ganz originale... Ah, das ist ein Bookshop. Oh! Ah! Aha! Vivia, okay, cool. Twilights Buch. Dieses Buch scheint aus wasserdichtem Material zu sein. Das gilt wohl für vieles, das im Kanai-Bezirk produziert wird. Einige Seiten wurden jedoch komplett schwarz angemalt. Ich habe keine Ahnung, was da stehen könnte. Zensur, hä? Vielleicht ist das eine Zensur durch Amaterasu, weil es ein kritischer Inhalt war. Ekelhaft. Geht es dem Volk gut? Dem Volk geht's nicht gut, aber... ja, die haben ja auch im Sensei Wu gelassen und einfach das Wort Sensei übernommen bei Naruto. Naruto ja auch, ja. Wobei sie da das ganz berühmt ja Sasuke... Wieso nicht? Das hält mich ja niemand auf. Ich muss sowieso zur Kirche, weil da der... Kann ich da hin? Mhm. Da müssen wir nicht in der Umfrage noch hin. Weil da wurde ja der... Der Sasuke ist ja ganz berühmt als Sasuke. Diese Treppe ist lang. Ja. Die Lichter erleuchten den Weg zur Kirche, strahlen eine Vergänglichkeit aus, als könnten sie jeden Moment ausgehen. Dieser Ort wäre perfekt für eine gruselige Mutprobe. Ja, tatsächlich schon. Rechter Baum, groß und majestätisch, etwas Beunruhigendes, weil er verdrehen verzeiht. Ja, also Sasuke, wäre ganz berühmt, falsch, ne? Anders halt ausgesprochen. Mich persönlich hat das nie gestört. Ein bisschen unheimlich, okay. Fuchs, okay. Mich persönlich hat das nie so gestört, weil wir halt auf Deutsch Dinge anders aussprechen, als es im Japanischen ausgesprochen wird. Ich finde es nicht schlimm. Und jetzt können sie es halt schlecht ändern. Weil es ewig auf es ewig Sasuke gesagt wird und wenn sie auf einmal anfangen ihn Sasuke zu nennen, ist das so, what the fuck is happening? Außerdem kannst du es ja auf Japanisch anschauen, wenn es dich stört, also
Aber sowas finde ich ganz interessant, ja, weil bei Teenage Mutant Ninja Turtles, das ganz Original aus, ich glaube, den 80ern, ja, dieser Cartoon, da wird der Sensei nicht Sensei genannt, sondern Sensei, weil es halt ein EI am Schluss ist und damals haben die Leute wahrscheinlich noch nicht so wirklich viel mit der japanischen Sprachkunst zu tun gehabt und natürlich würdest du es mit Sensei lesen, weil jeder Volksschüler, der Deutsch lernt, Muttersprache, der wird das mit als Ei lesen, ist ja logisch. Ich finde das irgendwie sehr witzig. Herzlich willkommen in die Kirche des Metallfuchs ist das hier. Bist du auch gekommen, um zu beten? Eigentlich wollte ich sehen, wie es läuft. Die einzige Göttin, zu der der Meister beten wird, bin ich. Ja, das stimmt allerdings. Wir glauben nur an das eine, das ist der Tod. Was hat das mit dem Fenster auf sich? Ganz schön unheimlich. Immer beobachten. Eieiei. Gut, nichts Neues hier. Hier wird wahrscheinlich auch nichts Neues sein. Tiff, 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 tiff. Aber wir schauen uns trotzdem immer um. Wie steht sie denn da? Der Fuchs sind wir. Okay, es ist nichts. Sumimasen. Würden Sie an einer kurzen Umfrage teilnehmen? Wer? Ich? Was für eine Umfrage ist das? Sind Sie von der Unterwürfigkeit des Kanai-Bezirks gegenüber der Matrase Corporation enttäuscht? Was? Das könnte ich niemals beantworten. Das ist zu unangenehm. Unangenehm? Solche Fragen solltest du erst stellen, wenn wir uns etwas besser kennengelernt haben. Ach so. Sie macht sich Sorgen, dass ihre Freunde sehen könnten, wie sie mit dir spricht und Gerüchte verbreiten. Glaubst du das wirklich? So. Ja. Aber es fiel dir wahrscheinlich nicht leicht, mich das zu fragen. Also, sollte ich dir eine Antwort geben? Tut mir leid, solche Gefühle habe ich aktuell nicht für dich. Was? Was ist das denn für eine Antwort? Du wurdest abserviert. Ich habe diese Gefühle, aber ich habe zu viel Angst, mich mehr zu öffnen. Tut mir wirklich leid. Danke für deine Hilfe. Ich glaube, ich habe nicht genug erklärt, was ich wollte. Ich weiß nicht, ich fand es ziemlich direkt. Also, das wären dann 3 Personen. Wir sollten wieder Bericht erstatten. Boah, gut, dann machen wir uns doch auf. Da-da-da-da-da-da-da. Oh mein Gott, ist da vorne was los? Oh. Meister, warte! Hä? Oi! Oh. Das reicht jetzt. Das ist ein klarer Akt der Rebellion gegen die Amaterasu Corporation. Ich weiß genau, was ich tue und ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Nani? Bastard! Oh! Taisobu? Geht's dir gut? Du bist auf seiner Seite, nicht wahr? Was machst du, Meister? Du bist verhaftet. Aber ich kenne ihn nicht. Er hat nichts mit mir zu tun. Hä? Wenn du nicht verletzt werden willst, dann halte ich da raus. So ist es. Du hast nichts mit mir zu tun, also verschwinde von hier. Wieso sagt er das jetzt? Du hast mit den Leuten gesprochen, genau wie er wollte. Ja. Bist du blöd? Nein, er versucht mich zu beschützen. Oi. Na los, komm schon! Ui. Ich frage mich, wie das Wetter im Kanai-Bezirk morgen wird. Oh, das ist ja traurig. Er will Infos zur Umfrage. Wenn die meisten Leute im Kanai-Bezirk desillusioniert waren, dann... Ich glaube, wir haben Sonnenschein. Sonnenschein? Was für eine Erleichterung. Dann ist es für mich noch zu früh, um aufzuhören. Oi! Nandado? Was laberst du da? Es wird den ganzen Tag regnen. Morgen und die ganzen weiteren Tage auch. Du kommst mit mir mit. Was für ein Dummkopf. Jetzt, wo die Friedenswächter ihn haben, gibt es für ihn keine Hoffnung mehr. Er hat selbst Schuld, wer sich Amaterasu widersetzt. Tja. Das war das. Ganz egal, was die Leute sagen. Ich habe das Gefühl, dass er eines Tages zurückkommen wird. Ich weiß es einfach. What the fuck is he talking about? Junge Herzen wollen frei sein. Oh, naja. Im Utum kommst du eh nicht rein. Ist die Tür zu. Ich frage mich tatsächlich, wie viel Zeit ich meines Lebens mit Ladebildschirm verschwende. Weil das ist extrem krass eigentlich. Wie lange das dauert. Ich meine, die kurzen sind halt so... Vielleicht 30 Sekunden lang, maximal. Manchmal eine Minute. Aber trotzdem, joi. Wenn sich das alles zusammen tut, verschwendest du wahrscheinlich gute
paar Tage deines Lebens im Ladebildschirm. Hm, sieht wohl immer noch verdächtig aus. Entschuldigung, ist was passiert? Oh, kennst du den Antiquitätenladen da drüben? Die ganze Ware da drin sieht verdammt zwielichtig aus. Das finde ich zumindest. Ist sie nicht jeder Laden ziemlich zwielichtig? Die Bronzestatue im Schaufenster dieses Ladens, aber das Ding ist ein Goldstück. Ja. Oh, was ist das? Eine Limo mit Fleischbrötchen-Geschmack? Ist ja widerlich, Alter. Wer zum Teufel würde so etwas kaufen? Aber sie ist komplett ausverkauft. Vielleicht ist sie ja doch ein sehr beliebtes Getränk. Irgendwas ist in diesem Fleischbrötchen, oder? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass da ein ganzer Haufen Menschen die Fleischbrötchen isst wie eine Religion. Kann ich da? Das ist nicht der richtige Weg. Okay. Mir egal. Irgendwas stinkt hier gewaltig. Ist das Hotel? Boah, das ging aber schnell diesmal. Das Ding ist nämlich... Gesehen davon... Bibia-san. Vivia, hoffentlich geht es dir gut. Oh. Oh, weil der Vivia immer da unten liegt. Oh mein Gott, schau dir das an. Und die Leute beim Hotel, die da arbeiten, sind so, ja, ja, es ist alles vollkommen legitim und in Ordnung. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Übernachten Sie heute bei uns? Nein, heute nicht. Verstanden. Wir freuen uns darauf, Sie bald begrüßen zu dürfen. Gut. Ich liebe es, Punkte zu sammeln. Es macht mich... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Serotonin mir das verpasst. Willkommen im Sun and Moon Hotel. Wie immer haben wir heute noch genügend Zimmer frei. Eines Tages würde ich gerne sagen können, dass wir komplett ausgebucht sind. Ja, ich weiß. Was ist mit dir? Wenn ich so darüber nachdenke, ist der Kerl heute nicht vorbeigekommen. Der einer streunenden Katze ähnelt. Vielleicht ist er in einem Gully gelandet. Nein, das wäre ziemlich absurd. Okay. Zimmerpflanze, wenn du diese Blume genau ansiehst, kannst du erkennen, dass sie künstlich ist. Der ständige Regen hält die Sonne fern und deswegen funktioniert da nichts. So. Gut, da ist nichts zu finden, aber hier können wir auch nochmal reinschauen. Ob wir da vielleicht mit irgendwem reden können, ob wir irgendwas untersuchen können. Ich weiß nämlich, dass angeblich hier irgendwo... Ah, da ist es schon. Ja, drin. Da drin, siehst du das? Das Blau. Das da ist auch eine Erinnerung. Ja. Hey, ich glaube, die hätte ich nie gefunden. Jedenfalls nicht von selbst. Ich war noch nie in diesem Hotel, aber ich esse gerne im Restaurant zu Abend. Jedes Gericht auf der Speisekarte ist exquisit. Sie prahlt mit ihrem Reichtum. Das hier ist ein von Gehalt zu Gehalt Auszubildender, nur damit du es weißt. Bitte gib mir nicht schon wieder neue Namen. Ich bin der Todesdetektiv. Und den Namen möchte ich gern behalten, ja? Gut, hier gibt es sonst nichts. Hat sie noch was zu erzählen? Nein, sie ignoriert uns. Gut, dann gehen wir wieder raus. Oh, was ist hier los? Ruhe. Das ist der Typ, der sonst immer hier sitzt. Jetzt ist er... irgendwie in Streit geraten. Müll hat sich angesammelt. Ja. Okay. Wir müssen eh da nach unten, weil wir wollen zur Detektei gehen. Okay, da wollen wir nicht hin. Kanai-Station. Hallo? Schnapsladen. Nur weil du ein trauriger kleiner Laufbursche bist, heißt das nicht, dass du bei der Arbeit saufen kannst. Als würde ich sowas tun. Die großen. Yeah! Ich finde die großen Teru-Teru-Bosso echt süß. Oh yeah. Nice. Gut gemacht, Shinigami. Ein gutes Zeug hier. Ich meine, er hat einen Hund. Vertrauenswürdiger Mann, also. Meiner Logik, ne? Dieser Regen hört nicht auf. Was ist das? Zerrissenes Poster. Es sieht so aus, als wäre ein Teil des Plakats abgerissen worden. Ich kann nur Anti entziffern. Diese Plakate verhunzen das Stadtbild. Komm nicht auf Plakatideen, Meister. Ich hatte nicht vor, jetzt Plakate aufzuhängen. Geile Werbung da hinten. Was ist das denn? Potapu? Ich habe keine Ahnung, aber Brillen. Und was mit dir? Warum wählen Menschen den schwierigen Weg? Menschen sind Geschöpfe, die zum Kämpfen und Streben geboren wurden. Nicht zum Sterben, aber auch. Ich bin stolz darauf, ein fleißiger Mensch zu sein. Was hat dieser Typ vor? Ich schaue nicht mal an, so unwichtig ist er mir. Keine Ahnung.
Manche müssen philosophieren. Der Typ sitzt auch immer noch hier, ganz traurig. Die Dame ist fesch. Sieht aus wie ein Gemischtwarenladen. Hehe. Ich finde die geil, die Frau. Ah, schau mal, wer ist das denn? Hula. Was zum Teufel machen diese Friedenswächter? Du willst es auch wissen, oder Mann? Hä? Hey. Redest du mit mir? Also nicht gehört, wie vorhin ein Torpedo unten am Fluss explodiert ist. Die Explosion, von der alle sprachen, war ein Torpedo? Es ist nicht im Brunnen zuzurechnen, wenn das Kind ertrunken ist. Das ist ein geiler Spruch, den müsste ich mir merken. Den ersten Schritt muss mich vorher tun. Warte, was den Torpedo angeht? Ich hab von Anfang an nicht viel von diesen Friedenswächtern. Friedenswächter gehalten. Er ist zu betrunken, um uns zuzuhören. Oh, Kumpel, hörst du zu? Er wird wieder anfangen zu schwafeln. Ich sollte ihn einfach in Ruhe lassen. Na schön. Punk-Graffiti. Die Kritzeleien. Natürlich nicht. Okay. Sonst ist hier auch nichts. Da geht's dann nur wieder nach oben. Oh Gott, da liegt ja wer. Schreckt mich jedes Mal. So, dann ab nach unten mit uns. Schauen wir uns die Bescherung an. Das U-Boot, ja, ich wollte gerade sagen, bevor der Ladebildschirm kam, das müsste ja eigentlich in Trümmern liegen, das U-Boot. Oh Gott. Fang mir jetzt auch nicht an zu heulen, Mann. Ich habe keine Zeit dafür. Also haben wahrscheinlich alle überlebt. Die Frage ist nur, wo sie hin verschwunden sind. Das stimmt allerdings. Das ist nicht so einfach. You can't deny that. Was kommt da denn jetzt? Ah! Wo? Scheiße. Was? Wieso? Oh Gott. Ich werde genommen. Okay. Oh mein Gott. Was ist los? Wieso? Warte, ich wollte mir das alles anschauen. Und so fuhren wir hin. Also. Hallo? Gott, wir haben eine Augenbinde auf, glaube ich. Oh Gott, okay, nein, vielleicht doch nicht. Was zum Teufel sind wir jetzt? Ach du heilige Mutter, Maria. Ja. Yay! Ach du meine Güte. Ich kann doch nichts dafür, wenn alle Leute es auf mich abgesehen haben. Im normalen Leben. Ja, diese Stadt ist so seltsam. Stimmt schon, was ist denn das? Weil du der Hauptcharakter eines Videospiels bist. Sonst würde sowas ja nicht passieren. Nein, ich meine, die Typen haben überhaupt nicht ausgeschaut wie Friedenswächter und ja, wie sie sagt, ganz schön schmutzig hier. Ja. Ich habe so keine Ahnung, wo wir... Sind das Plakate gegen die Amaterasu-Operation? Ist das eine Rebellion hier? Was ist denn das? Die haben Plakate, da hängen sie, diese Anti-Dinger. Ein durchgesessenes Sofa voller Staub. Absolut dreckig, nicht wahr, Meister? Warum richtest du diese Frage an mich? Ich weiß nicht. Warum bist du so nervös, wenn sie dich fragt? Ah, ein Lüftungsschacht. Okay. Ich glaube, ich habe diese Plakate schon im Kamasaki-Distrikt gesehen. Nur wer hat sie aufgehängt? Sie sehen alle gleich aus. Wenn Mensch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, muss Mensch es designtechnisch aufmischen. Was denkst du, für wen diese Plakate bestimmt sind, Shinigami? Die Tür ist vielleicht zu. Weswegen sie auf den Lüftungsschacht hingewiesen hat.
So viele Plakate so eng nebeneinander aufzuhängen, ist, als würden sie versuchen, die Leute zu manipulieren. Sei vorsichtig, Meister. Leute wie du sind anfällig für sowas. Hä? Ich bin doch gar nicht so einfach gestrickt. Weiß ich doch nicht. Kann ich nicht sagen. Battlefield! Battlefield Earth! Lässt sie nicht öffnen. Entschuldigung, rede die. Ich habe keine Ahnung, mein Freund. Aber wir haben ja zum Glück schon den Lüftungsschacht hier oben entdeckt.